Johnny, Johnny, kannst du das machen? Kannst du das andeuten, dass du gehst und dann gehst du dann doch nicht? Was ist los mit dir? Okay, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin's Lebi und wir haben hier Äffchen an der Spinne bekannt. Und jetzt hat er uns gesehen und jetzt ist er down. Was das? Was das wirklich? War das ein Schuss? Das war ein Schuss? Ein Schuss. Ihr seid Zeuge. Ihr habt das alle gesehen? Ein Schuss. Er hat 7,22er Rounds. Okay, jetzt müssen wir noch die Waffe haben. Da wird noch praktischer. Und Essen und Trinken dabei. Leider kein Rezept. Wir sind ja nach wie vor noch auf der Suche nach Rezepten. Das hört niemals auf. Immer wieder. Wir brauchen immer mehr Rezepte. Wir haben schon viel gelernt, aber wir müssen noch mehr lernen. Das ist wichtig. Ultra wichtig. Wir suchen weiter. Ich habe 25 Schuss mit der einen Waffe, mit der Pistole. Okay, ich habe 4 noch mit dem Bogen und 7 noch mit der anderen Waffe. Okay, einen dicken habe ich jetzt gezogen. Ja, warte. Weiter weg. Laufen, laufen, laufen. Lass sie erstmal laufen. Lass sie erstmal laufen. Ach du Scheiße. Ich wollte einziehen. Nein. Rechts oder links? Echt bitterböse hier das. Also 3 Dicke zu töten. So, wir sind jetzt hier Richtung Brightmoor, Richtung Orkadam, Richtung Cape Bay. Und hier haben wir einen, der sehr böse ist. Komm mal her. Ja, komm mal her. Komm her. Der schmeißt die ganze Zeit Steinchen. So. Wow, wow, wow. Okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. So, weißt du, wieder ein Steinchen. Habt ihr den gesehen? Ja, ist aber jetzt ist gut. Bitte wirft er die ganze Zeit den Stein, warum? Mist, Mist, Mist. Ich hol mir gleich Steine und werf die auch auf dich. Okay, okay, jetzt haben wir eine andere Idee. Dieser Blödmann. Moment. Weapons, Arrows, so. Ich kann nämlich auch richtige Pfeile machen. So Bolts. 3 Sheetmetall. Okay. Okay, okay, okay. Sheetmetall. Sheetmetall. Ich besorge mir jetzt Sheetmetall und dann sehen wir uns wieder. Nachladen dauert ein bisschen. Johnny, Johnny, kannst du das machen? Kannst du das andeuten, dass du gehst und dann gehst du dann doch nicht? Was ist los mit dir? Come on. Ja, was soll ich sagen? Es war sehr schön mit dir. Definitiv. Du siehst so süß aus. Du siehst gar nicht böse aus. Du siehst ein bisschen aus wie aus dem Film Die Fliege. No. So, Johnny, was hast du denn drin? Lohnt sich. Johnny. Wenn ich wiederkomme, hast du ein Rezept für mich.
Gut. Okay, wir hören es gerade, diesen tierischen Unterton, diesen Druck, den wir auf den Ohren haben. Den haben wir schon vor dem Update gehört, aber jetzt passiert es. Jetzt kriegen wir 1% an Strahlung ab. Und aktuell sehen wir so aus, wir haben eine Lederjacke an, die macht jetzt nicht viel, die hat nur 4 Slots. Die hier auch nicht, also wir haben hier haben ein bisschen Protection drin. Mini Explosion. Aber wir haben nicht nur, oh oh, 2% steigt weiter an. Radioaktivität, wir haben an sich physikalische Resistenz bei den Left Shoulder Pads da, aber die Handschuhe, die sind auch einfach nur schön wollig, warm in schwarz. Okay, ich mache mir jetzt langsam Gedanken. Ich guck mal ganz kurz hier in der Kiste. Ich habe da noch beim letzten Video bezüglich dem Update gesagt, man sollte immer diese Pillen dabei haben. Aber nein. Shit. Okay, 3% hält sich schon noch in Grenzen. Ich melde mich, falls es schlimmer werden sollte. Aber ich will es mir nicht hoffen. Da müssen wir noch beobachten. Ist man noch in der anderen Kiste? Ja, in der anderen Kiste habe ich schon geguckt. Da ist auch leider nur Bauzeug drin, weil wir sind hier gerade beim Nachbar. Bei der Nachbarin. Hier, Workaholic ist hier irgendwo hier am Rumwuseln und Holz am Fällen. Und wir wollten eigentlich hier. Oh oh, steigt weiterhin an. 4%. Ich wollte nämlich mal gerade hier Walls, hier Window, mal gerade craften. Es steigt immer noch hier an. Ich frage mich halt nur, ob wann es gefährlich wird. Bitte? Ich frage mich nur, ob wann es gefährlich wird. Wenn dein Leben daran abnimmt, würde ich sagen. Und wenn du langsam eine grüne Sicht hast, 5%. Ja. Das ist jetzt interessant. Jetzt wird es langsam interessant. Also bei diesem komischen Untertongeräusch. Spätestens dann müsste man mal gucken, dass man irgendwie sich diese radioaktiven Pillen irgendwo zulegt. Ja, ich weiß, Base Building, die immer anstrengend. Oh shit. Oh. Oh, das gefällt mir gar nicht. Nee, auch nicht. Scheibenkleister, 13%. 15%. Okay, ich glaube, wir müssen mal gerade handeln. Was machen wir dabei? Ich bin noch auf 7. Ich war gerade mal auf 8. Was hast du denn an, im Gegensatz zu mir? Nicht viel anders, aber wir müssen uns irgendwo, wir müssen irgendwas finden. Wir müssen uns irgendwie hier verpieseln. Ja. Das ist eine Ansage. Dann, wir rennen einfach weil ich draußen war. Weil ich draußen war. Vielleicht eher hier drinnen noch. Vielleicht ist das hier noch geschützter. Ist hier besser? Ich weiß es nicht. Pass auf, dass du nicht in die Fallen trittst. 17%. Nee, steigt immer noch an. Da hast du recht, nur draußen ist es wohl noch gefährlicher. Also ich würde fast sagen, wir bleiben jetzt hier drinnen. Machen wir das Licht an hier. Ich setze mich mal gerade. Waffe ablegen und auf Komma, falls du dich hinsetzen willst. 20%. Wir sehen diese kleinen komischen. Ich weiß nicht, was es ist. Fusseln. Das sind die bösen Fusseln. Ja, das sind die bösen Fusseln. Ich würde sagen, das sind die bösen Fusseln. 21%. Oh Mann, ja. Spitze. Kann ich einfach machen. Hallo. Hallo, hi. Ja. Es ist auch verdammt laut hier mit dem Strand. Also wir sind hier am Strand. Am Bauen. Ja, komm mal, ja, hast recht. Ich hab 23%. Du hast 15%. Okay, alles klar. Ui. Dein Leben geht aber auch schon langsam runter. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist, dass ich dir gleich im Leben... Mein Leben steigt. Mein Leben steigt tatsächlich wieder. Ja. Weil ich war ja verletzt. Ich bin da runtergefallen. Beim Building da oben bin ich leider etwas... Oh, ich muss die Wand setzen. Ich muss doch weiter zurück. Guck, war schon wieder dran, ne? Ich hätte mir selber mal zuhören sollen, als ich gestern noch das Update rausgebracht hatte. Was? Was passiert bei wie viel Prozent?
Ich hab nicht daran gedacht, dass es mir überhaupt nicht passieren sollte. Ich hab jetzt Angst, was machen wir jetzt? Theorie und Praxis. Ja, ja. Das jetzt ist die Praxis. Ja, okay, gut. Wir sehen jetzt die Praxis. 27%, bei dir ist es 19%. Könnten wir mal durchgehen, was du anhast im Gegensatz zu mir. Okay, das können wir machen. Das wird vielleicht mal interessant. Der Helm, den habe ich auch. Der bringt uns nichts, weil der Helm, der hat... Nee, der hat nichts. Der hat nur Explosion gedünst. Vielleicht deine Jacke, wenn du mal gerade mit deiner Jacke testen willst. Nee, der hat doch nur 4 Slots. Die ist doch geiler als meine. Das Einzige, was mir was bringt, sind die Schuhe. Upsala. Die Schuhe? Die Schuhe, die habe ich schon geguckt. Die Schuhe. Ah! Explosion, Feature, Plant. Nee, was hast du da? Da hast du das gleiche wie ich. Resistance. Ja, das hat aber nichts mit. Mundschutz. Gas Resistance, Radiation Gas Resistance. Ah! Du hast ein Mundstück an, dementsprechend kannst du Radiation Gas Resistance von 5%. Hast du mal die Gasmaske? Ist die bei dir in der Base oder war die auf dem anderen? Die Gasmaske haben wir auf einem anderen Server, tut mir leid. Ja, so sind wir vorbereitet, danke dir. Ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, wir haben es geschafft, kleinen Moment hier. Okay, wir haben es geschafft. Und was haben wir für ein Ergebnis? Ich sehe grün. Oh Mann. Okay, könntest du mir Gefallen tun? Ja. Könntest du bitte gucken, dass du irgendwas Anti-Radioaktives findest? Ein Pilz, Pillen? Ja. Irgendwas. Ich will nur eben schnell noch das restliche Holz eben oben einlagern. Ja, klar, dann mache ich weiter mit dem Bausystem. Hey, ich mache das Bausystem auch weiter. Ist ja, ich sehe ja nur grün, ist ja nicht so schlimm. Also, so ist die Sachlage. Wir sehen grün. Und ein bisschen. Ich soll euch das erklären, wie das aussieht, so putzelig, so, geht bestimmt auf den Ausdruck, ja. Mir fällt natürlich viel ein, aber das sieht so, ja, ne, verstrahlt halt aus. Ist ein bisschen komisch, ein bisschen ungeil. Eieiei. Hinten die Bäume. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich die Grafik verändert habe, sondern das ist diese 33%ige Radioaktivität. Das, tut mir leid, ja, wir sollten runtergehen. Okay, da drauf müssen wir mal achten in Zukunft. Sie hat eine Gasmaske an, das ist clever. Definitiv besser, als wir es hier gewählt haben. Na ja, dann bauen wir noch ein bisschen und ich melde mich gleich besser wieder weiter. Ja, genau. Weil du es kannst. Was für ein Deutsch. Ja, ich melde mich dann gleich wieder. Klappe leuchten. Okay, erstmal Licht aus, dann noch die Tür zu. Und so viel möchte ich verraten. Wir haben es geschafft, wir sind nicht mehr radioaktiv verseucht. Wir haben Pillen gefunden. Und ansonsten kann ich euch nur noch eine gute Zeit wünschen, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschüss.